Okay, ich weiß, der Titel klingt jetzt ein bisschen vorwurfsvoll, aber es gibt ein paar Common Mistakes in ChatGPT. Und ich erlebe die jeden Tag und ich teile die einfach nur aus meiner Erfahrung und Beobachtung. Und ich verspreche euch, ab hier wird es total freundlich, produktiv und nach vorne gerichtet. Aber bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr ChatGPT wirklich richtig fehlerfrei verwendet mit den besten Ergebnissen. I'm the best in the show. Best. Two hands down and ten toes. Alles, was ich euch teile, ist meine Erfahrung, denn ich habe in meinem Arbeitskontext jeden Tag mit Menschen zu tun, die ChatGPT benutzen, auf verschiedenste Art und Weise. Deswegen gehe ich mit euch die Sachen durch, die ich beobachte und mache das halt basierend auf den häufigsten Fehlern, die gemacht werden. Und wir starten direkt mit dem ersten. In Deutschland gibt es immer einen Kommentar, den hört ihr immer wieder. Ich glaube, jedes Kind kann erst Mama, Papa und dann als drittes Wort Datenschutz. Es gibt zwei Modelle, Personal, for free und bezahlt und Businessmodelle. Und ich möchte, dass ihr einmal genau hinhört und euch überlegt, welches benutzt ihr warum. Dann geht ihr in die Einstellung unten rein, wählt aus, dass auf dem Modell nicht trainiert werden soll. Ihr dürft sowieso keine vertraulichen Sachen eingeben und so weiter, das ist keine Frage. Aber wenn ihr sagt, das Modell mit verbessern, trainiert OpenAI auf euren Daten immer mit und sagt das halt auch. Und wenn ihr euch fragt, was soll die Gefahr dahinter sein, wir haben mal einen Kurs letztes Jahr zu dem Thema gemacht und haben das erläutert durch auch einen Profi. Erstmal sollte man mit den derzeit verfügbaren Basis-Accounts keine personenbezogenen Daten teilen. Ich würde das auch erweitern, auch nach Möglichkeit keine Geschäftsgeheimnisse, weil wenn man mit diesen Informationen eben das Large Language Model trainiert, ist nicht auszuschließen, dass andere über geschickte Prompts diese Informationen wieder rausholen. Unwahrscheinlich, und OpenAI arbeitet auch dran, aber so funktioniert halt KI nun mal. Das bedeutet, ihr gebt Daten rein zum Trainieren. Also ausschalten und dann weiter. Benutzt ihr einen Business-Account, braucht ihr eine Sache dazu, das ist automatisch ausgeschaltet, dass auf dem Account trainiert wird, aber ihr braucht ein separates DPA. Und das ist ein separater Link, den habt ihr nicht automatisch, wie ihr das abschließt. Wir teilen mal unten in den Kommentaren, wo ihr das findet und dann könnt ihr mit eurem Datenschutzbeauftragten klären, ob das geht oder nicht geht, aber da habt ihr auf jeden Fall dann mal die Unterlage dazu. Und trotzdem keine personenbezogenen Daten eingeben. Aber dann seid ihr zumindest mal auf einer deutlich sicheren Seite, als einfach nur den Free-Account zu benutzen, auf dem trainiert wird. Ab Februar 2025 fordert die EU über den EU AI Act ausreichende KI-Kompetenz im Unternehmen ein, wenn ihr KI einsetzen wollt. Und deswegen haben wir bei Blackboard ein Zertifizierungsprogramm aufgesetzt mit Herting zusammen aus Berlin, eine Kanzlei, wo ihr als AI Officer zertifiziert werdet. Innerhalb von nur 2 Tagen seid ihr dann zertifizierter AI Officer und seid eben in der Lage, Projekte zu beurteilen, Compliance-Abschätzungen zu treffen, Datenschutzthemen zu bewerten und so weiter. Nicht ganz unwichtig. Und ich habe eine Sache für euch. Wenn ihr euch auf der Seite ai-officer.io anmeldet, das ist bei uns auf der Blackboard-Website nachher ein Formular und da schreibt ihr in Anmerkung rein YouTube 150 und dann kriegt ihr 150 Euro Rabatt auf die Zertifizierung. Das Ganze gilt bis zum 24. November, weil wir dann im Dezember schon die erste Gruppe zertifizieren. Ein super offensichtlicher Punkt, aber springt mich immer wieder an. Ist ganz einfach. Wenn ihr gratis einen Gratis-Account habt, was ich nicht empfehlen würde, wenn ihr Profi seid, dann habt ihr eh nur ein Modell, was ihr anwählen könnt. Habt ihr einen bezahlten Account, machen trotzdem die meisten Menschen den Fehler, dass sie immer ein Modell angewählt lassen. Und zwar meistens GPT-4o, weil sie glauben, es ist das beste und standardmäßig tollste Modell. Ihr müsst euch einmal eine Platte darüber machen, und ich habe dazu hier ein Video gemacht, wann ihr welches Modell verwendet. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. O1 Preview kann halt besser das Reasoning, Denken, Sachen überlegen, rechnen. Das ist eh schwierig für Large Language Models. 4o ist super schnell da drin, Dinge einfach mal durchzulesen, zusammenzufassen. Hat auch die Suchfunktion integriert und. 4o Mini, so, es gibt halt eben 6 verschiedene Modelle. Und ihr müsst halt einmal verstanden haben, wann benutze ich welches. Ansonsten ist es super ineffektiv und ihr werdet frustriert davor sitzen und sagen, das funktioniert nicht. Aber es liegt eben daran, dass ihr das falsche Modell gewählt habt. Ich beobachte, dass ganz viele Menschen sich wahnsinnig schwer damit tun, etwas anderes in ChatGPT reinzugeben als bitte mach mir mal die Zusammenfassung oder nimm Tabelle XYZ. Tu dies, tu das, tu jenes. Und ihr würdet niemals mit einem Kollegen oder einer Kollegin so reden. Und der Trick ist so einfach. Ihr redet wie mit einem Menschen. Ihr schaltet das Mikro an und ich werde nicht müde, das zu wiederholen, bis das alle machen. Und redet rein und sagt, pass auf, ich habe hier folgende Herausforderungen. Das ist mein Gedanke dazu. Wie könnte man das machen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr könnt auch eine lange Pause machen, nochmal nachdenken, nachjustieren. Und
das ist das Besondere an diesen Modellen. Die verstehen euch extrem gut. Es ist nicht einfach eine Datenbank, die irgendwas wiedergibt, was sie mal gehört hat, sondern wie ein Mensch versteht ChatGPT extrem gut, wenn ihr das reingibt. Und einfach nur, um das mal super klarzustellen, es gibt natürlich einen Advanced Voice Mode, mit dem könnt ihr reden, hinher, und das ist auch irgendwie spannend und da könnt ihr euch austauschen, der hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich rede von dem Whisper-Mikrofon, was einfach fehlerfrei erkennt, was ihr sagt, ob ihr Pausen macht oder was auch immer. Und ihr werdet einfach so schnell im normalen Reden sein, ihr tippt dann auch nicht mehr. Und das beobachte ich auch. Die Menschen, die wir trainiert haben, die immer professioneller werden, die reden halt komplett nur noch rein und die Prompts werden dadurch immer besser. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 4. Denn jetzt haben wir reingesprochen, was wir wollen, und jetzt vergessen die meisten Menschen, Hintergrund zu geben. Mich interessiert das, weil ich bin ein Unternehmer, ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung oder ich habe das noch nie gemacht, ich sitze zum ersten Mal, ich habe das zum Beispiel gemacht, in einem Tesla und wusste nicht, wo der Autopilot angeht. Dann habe ich gesagt, kannst du mich durchführen? So, also das sind so Beispiele, die halt ganz gut beschreiben, warum man es macht. Und der Kontext ist im Prinzip die Anreicherung, warum ist das für euch wichtig? Und je besser dieses Warum ist, desto besser wird eure Antwort, die ihr bekommt. Und damit meine ich nicht, dass ihr vertrauliche Sachen von der Firma reingibt oder sowas, sondern ihr erklärt, hey, ich bin Assistent, ich mache das für meinen Chef, der hat einen super wichtigen Termin morgen und die müssen in 5 Minuten erfassen, worum es geht. Schreibt die Zusammenfassung unter der Voraussetzung. So, das heißt, ihr habt nichts Internes erzählt, aber ihr habt einen Kontext gegeben. Das ist das, was es meint. Und das schließt an Punkt 5 an. Und das ist eine Beobachtung, die ich mache, wenn die meisten in den Sessions sitzen und ein Ergebnis haben und sagen, ja, cool, jetzt habe ich die Zusammenfassung, aber irgendwie so richtig passt das noch nicht. Dann merke ich schon die Enttäuschung. Und denkt einfach dran, ihr habt hier ein Sprachmodell vor euch. Das heißt, ihr könnt tatsächlich einfach nur noch mal formulieren, was möchte ich geändert haben. Die Länge ist nicht gut, der Ton passt nicht zu uns, wir sagen AI und nicht KI. I don't know, ja? Ihr könnt also wie einem Menschen Feedback geben auf das, was ihr beobachtet. Super hilfreich für euch übrigens im Feedback geben und man nennt das Chain of Thought. Das heißt, ihr geht immer ein Stück weit runter in dem Chat und erweitert den stückweise, bis ihr am Ende an dem Punkt seid, so wie ihr es haben wollt. Ganz einfach. Das gibt sich über die Chat-Funktionalität. Und das ist wirklich häufig ein Fehler und dann geht halt ein neues Chat-Fenster auf und jemand beginnt neu und macht es nicht. Denkt einfach dran, wie kann ich es immer weiter schrittweise verfeinern. Und dann etwas, das hat mich sofort angesprungen bei ChatGPT. Ihr habt ein Sprachmodell vor euch. Und ich habe mich gefragt, warum werden keine Fragen gestellt? Und das war schon ganz zu Anfang wirklich so ein Ding, was super gut funktioniert hat. Das heißt, weiß ich nicht, ihr sagt, ich habe noch nie eine Social-Media-Kampagne gemacht. Was brauchst du von mir, um die beste Social-Media-Kampagne der Welt zu machen in dem Bereich und so weiter? Und ihr kriegt die Fragen und dann beantwortet ihr die einfach und fertig. Simpel, aber super effektiv und ich beobachte einfach viel zu häufig, dass es nicht genutzt wird. Was mir wahnsinnig hilft, ist, auf Ideen zu kommen, die ich nicht sehe. Das heißt, häufig gebe ich dann Texte, Inhalte, Transkripte, was auch immer rein und sage, lies bitte mal zwischen den Zeilen. Was fehlt hier? Was fehlt noch? Was liest du zwischen den Zeilen? Was hast du beobachtet? Also man denkt dann so, hä, wie soll denn jetzt die KI damit was machen? Und es geht nicht darum, dass sie dann spezifisch durchgehen und sagt, das, sondern ihr habt es hier mit einem super mächtigen Tool zu tun, was halt sehr schnell einen sehr großen Block an Text erfassen kann. Und diese Frage bringt euch auf Ideen, die vielleicht ein Stück weit out of the box sind, mit denen ihr dann eure Chain of Thought weiterentwickeln könnt. Letzter Punkt, und der wird so ein bisschen weggewischt, weil man muss es vorher einstellen. Es gibt 2 Funktionen, die ChatGPT dir dabei helfen, dich besser zu verstehen. Das sind die Custom Instructions, Personalisierung heißt es mittlerweile. Das heißt, ihr gebt ein, wie soll das Modell antworten, was soll es über dich wissen. Und man denkt so, oh, lohnt sich das? Aber es hilft, weil es einfach, je persönlicher es wird, mehr auf euch passt. Und das Zweite ist, ChatGPT speichert seit einiger Zeit Erinnerungen. Das seht ihr manchmal so, Erinnerungen gespeichert, ne? So. Und dieser Speicher ist zwar irgendwann voll und es gibt auch Erinnerungen, die kann man wieder rauslöschen, das macht ihr in denselben Einstellungen, aber es lohnt sich, wenn das Modell das erinnert, um in neuen Chats darauf zu referenzieren. Es hat keinen Langzeitspeicher bisher, aber ich glaube, das wird kommen. Eine personalisiertere KI ist deutlich mächtiger für das, was ihr tun wollt. Und ein super offensichtlicher Punkt, also E-Mail schreiben lassen ist halt so ein Ding, das geht super und dann steht ganz häufig drunter liebe Grüße und dann in Klammern dein Name und dann kopiert man es rüber und muss das ersetzen und das macht überhaupt keinen Sinn. Und bei den Instructions könnt ihr rein sagen, ersetze übrigens immer das mit meinem eigentlichen Namen und ihr spart euch Copy-Paste, das zu ändern. Das ist eine Kleinigkeit, aber macht das Arbeiten deutlich leichter.
Jetzt haben wir die häufigsten Fehler. Also es geht los mit natürlich dem großen Thema Datenschutz und das ist wichtig, das müsst ihr im Griff haben, da solltet ihr keinen Mist mitmachen. Ganz wesentliches Thema. Dann einfach dran zu denken, wie redet ihr mit der KI? Dann die Personalisierung einzustellen und dann vielleicht auch ein bisschen out of the box zu denken. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, sage ich einfach nur noch vielen Dank, denn mir macht das eine Riesenfreude auch zu sehen, wie viele Kommentare kommen und Rückfragen. Also kommentiert ordentlich unten drunter. Ich beantworte jeden Kommentar, auch wenn es nicht in derselben Sekunde ist, aber ich bin wirklich hinterher, jeden zu beantworten. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, lasst euch über neue Videos informieren. Wir sind jeden Sonntag wieder live und ich freue mich deswegen auf nächste Woche.